Und willkommen zurück bei Let's Play Fallout New Vegas. Ich wollte Fallout 4 sagen, warum auch immer. wir sind immer noch dabei, die Funkcodes zu den Ranger-Stationen zu bringen. Das hier ist die letzte jetzt. Und wir sind gerade in einer illegalen Kronkorkenfabrik unterwegs, in einer Kronkorkenfälscherhütte. Mit einem Keller. Und in diesem Keller lauert nichts. Okay. Gut, das Ganze ist verlassen. Aber ich bin gespannt, ob wir hier noch was finden. Geschichten eines Dörfleischverkäufers aus Junktown. Ich glaube, das erhöht unseren falschen Skill. Kann das sein? Ja, sehr schön. Und es gibt Munition und es gibt eine Pistole und Hülsen. Und Dosen, die wir jetzt nicht mehr brauchen zum Glück. Nein, na egal. So, nochmal Munition, nochmal, sehr schön. Achso, das sind die Automaten, die so... hier so ein komisches Geräusch. Ach, dieser Motor, ne? Sternkorken! Kronkorken, Korken, Korken, Korken. Noch ein Sternkorken. Sehr schön. Und noch einer. Mein Gott. So, die nehmen wir alle an uns. Die auch. Die sind leer. Ist da noch ein gefälschter Kronkorken. Oh mein Gott. Die brauchen wir ja nicht. Die können sie gern hier behalten. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir, die auch. So, da können wir mal so ein paar von trinken jetzt, ne? Denn ich glaube, davon haben wir unglaublich viel. So, vielleicht kriegen wir ein paar Sternkorken. Kriegen wir sogar. Ja, sehr schön. So, wie viel haben wir jetzt davon? Wo sind sie? Okay, 27. Ich glaube, das reicht noch nicht. Für den Preis der Preise. Ah, hier haben wir noch welche. Sehr schön. Komm her. Können wir gleich nochmal eine Runde machen. Huch. So. Na komm. Ich habe keine Ahnung, wie viel man davon braucht. 100 wahrscheinlich. Oder 50. Oder 150. Nee, kein Plan. So. Auf zum letzten RNK-Außenposten. Ich pack die Waffen mal weg. Dann sollten wir innerhalb der nächsten Minuten da sein. Hoffe ich. Ist er das? Ist das der Feind? Die Legion? Sind es Banditen? Keine Ahnung. Es ist verlassen. Ja. Niemand mehr hier. Erholungsgebiet. Bitter Springs. Freizeitbüro. Kommst genau rechtzeitig. Okay, nur ein paar Ratten. Da können wir uns die Munition auch sparen.
Stufenaufstieg. Juhei. So, was machen wir? Wir machen Schleichen, Sprache. 5 haben wir noch. Feilschen auf 65 vielleicht. Und die restlichen 3 auf Reparieren. Wir reparieren auf allen Vieren. So, jetzt haben wir aber ein Extra, ne? Jo. Oder was Neues? Ihr Angriff für ein kleiner Lawinenschanze. Das brauchen wir nicht. Entdecker, das ist das. Auge um Auge. Entweder Lebensspender. Oder also, jetzt kommen wir machen erstmal den Lebensspender. Da ist er. Fetch. Die sind leer, da ist ein Sternkorken. Noch einer. Mein Gott. Was ist denn hier los? Alle am Sammeln gewesen hier. Die ist leer. Hier muss es doch aber irgendwo noch ein Safe geben, oder nicht? Ich wollte gerade sagen, da ist er. Schlösser heute. Das würde uns wahrscheinlich die Sicherheit erhöhen, aber ich glaube, das geht nicht mehr. Oder? Dietrich um 3 erhöht. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Ich gucke mal. Nö, nicht wirklich. So, okay, warte mal. Kleinen Augenblick, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Die Katzen, Entschuldigung, wie immer. Perfekte Ausrede. Wenn irgendwas ist, dann sind es die Katzen. Die Busse hier sind alle leer. Die Wohnwegen sind auch nicht besonders gut gefüllt. Da könnten wir drin pennen. Nischt. Gar nischt. Obwohl der hier speziell aussieht, aber da ist auch nichts drin. Naja, so. Moment. Jetzt müssen wir... Warte mal, dahin ist die Antenne. Wir gehen einfach in Richtung Antenne. Für das Ding eigentlich auch Anemone? Nee. Da oben steht jemand auf dem... Okay. Was macht der da? Was soll das? Es ist ein Ghoul, okay. Wir lassen ihn einfach in Ruhe. Der kann uns gestohlen bleiben. Rexy ist noch da. Gleich geschafft. Waffe weg. Was bist du? Jalapeno! Cool.
Cool, cool. Ist da alles okay? Sind das Tonnenfeuer oder gab es hier Ärger? Hallo? Wo ist die schrottige Tür? Lass mich rein, lass mich rein. Hier ist sie. Okay, alles in Ordnung. Puh. Ihm müssen wir die... Wenn sie hier sind, um was zu verkaufen, dann haben wir kein Interesse. Nee, ich will dir nur die Sicherheitsupdates geben. Kein Problem. Hey, tun Sie mir einen Gefallen und sagen Sie ihr, dass wir keine weitere Munition brauchen. Wir hätten aber nichts gegen mehr Wasser. Mhm, sag ich. Warum versuchen Sie, die Versorgungslagen nicht per Funk zu klären? Meinen Sie, ich hätte das nicht versucht? Jedes Mal bestätigt Camp Golf unsere Situation und wenig später gibt es trotzdem neue Munition. Hm, strange. Wenn Sie viel Munition haben, könnten Sie dann welche entbehren? Wie steht es um die aktuellen Wasservorräte? Wir werden so schnell nicht verdursten. Aber für Wasser gilt, lieber zu viel als zu wenig. Da hast du auch recht. Jetzt zur Munition? Das kann ich nicht entscheiden. Das müssen Sie mit Ranger Erickson abklären. Gut. In Ordnung. Passen Sie auf da draußen. Ranger Erickson, bist du es? Nein, du bist kein Ranger. Es müsste nur ein einziger Ranger auf die Einschienenbahn aufpassen. Er braucht auch nicht viel Futter und würde es trotzdem hinkriegen. Erzähl doch mal was anderes. When you steal NCR equipment, tools and personal property, you are his bitch. Hallo. Was führt Sie zur Ranger-Station Bravo? Tilden meinte, dass Sie einen Überschuss an Munition haben. Könnte ich welche kriegen? Sie sind zwar nicht hier stationiert, aber Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Wir haben vor allem Gewehrmunition, aber ich lege noch was für Pistolen drauf. Eigentlich sollte ich das nicht tun, aber wir können das unmöglich alles verschießen oder mit uns mitschleppen. Danke! Oh, 60, 30, hui! Was machen Sie hier draußen? Wir sorgen dafür, dass sich die Legion nicht um Lake Mead schleicht und der RNK in den Rücken fällt. Das ist schön. Auf Wiedersehen. Ja. Yep. The Legion waits at the gates of hell, and the NCR is gonna send them in. Das kann ich nicht mitnehmen. Gut. Dann. Einmal zurück zu Camp Fallen Hope. Ach, was waren wir lang nicht mehr hier, ne? Mein Hallo. Gott. So, das war sie, ne? Willkommen zurück. Grüß dich. Alle Stationen außer Charlie haben den neuen Sicherheitscode erhalten. Charlie wurde zerstört. Man hat seit einer Weile nichts mehr von der Station gehört. Das bestätigt wohl, was wir alle befürchtet haben. Danke für die Info. Ich schalte alle Funkübertragungen auf die neuen verschlüsselten Kanäle. So sollten wir Spionen einen Schritt voraus sein. Bevor Sie gehen, Sie könnten da noch etwas erledigen. Noch was? Was soll ich denn tun? Wir haben beunruhigende Berichte von einigen Ranger-Stationen erhalten. Schwere Verluste bei Alpha, Supermutanten-Legionäre bei Delta. Der seltsamste Bericht handelt von den Großkarnen und ihren abgerichteten Todeskrallen bei Foxtrot. Sowas kann doch nicht wahr sein, oder? Ich weiß, dass Sie bereits dort draußen waren, aber könnten Sie mir diese Berichte bitte von den Rangern bestätigen lassen, die Sie geschickt haben? Oh Mann. Ich untersuche die Sache und sage Bescheid, wenn ich etwas über die seltsamen Berichte herausfinde. Danke und viel Glück. Jo, danke. Wiedersehen. Mhm. Sergeant Reyes Verdacht über die Berichte aus Camp Golf bestätigen. Ranger Lindholm wird die Verlustzahl von Ranger Station Alpha befragen. Angriff von Supermutanten Legionär. Mein Gott. Todeskrallenangriffe. Hallo. Ich quatsch mal kurz mit ihm. Schon wieder zurück? Was brauchen Sie? Ich habe einfach Fragen zu NK. Ja, gut, nix. Brauch gar nicht. Okay. Dann. So, Ranger Station Delta. Reisen wir mal dahin.
Müssen wir die alle nochmal abklappern? Hopp. So, Schäfer. Was machen Sie überhaupt noch hier? So, ich muss wahrscheinlich mit dem Ranger-Typ sprechen. Guten Platz hast du dir ausgesucht. Oh Mann. Hallo? Okay, da unten. Was watschelst du denn da rum? Mein Gott. Wo willst du hin? Ja? So, sie haben einen Bericht geschickt, dass eine RNK-Patrouille durch Supermutanten ausgelöscht wurde. Nein, habe ich nicht. Solchen Blödsinn hört man vielleicht von Besoffenen auf dem Strip, aber nicht von mir. Die Legion hat keine Supermutanten. Die Patrouille wurde durch ihre eigene Inkompetenz ausgelöscht. Ein paar Soldaten haben mit einer Granate rumgespielt, die dabei in die Luft ging. Na gut. Okay. Wir sehen uns. Alles klar. Dann hätten wir das ja schon mal geklärt. Dann Ranger Station Alpha. Quick Save. So, wo ist der Obermacker? Da ist er. Brauchen Sie sonst noch etwas? Sergeant Race hat mich geschickt. Sie wundert sich über die hohen Verluste an diesem Posten. Hohe Verluste? Wir hatten einen gebrochenen Knöchel, aber es gab keine Toten an diesem Posten. Race, Informationen lauten anders. Alle Verwundungen, Erkrankungen und Todesfälle werden per Funk an das Ranger-Hauptquartier in Camp Golf durchgegeben. Chief Hanlon und seine Leute stellen die Berichte zusammen und teilen nach Bedarf Verstärkung zu. Hier ist kein Bedarf. Vielleicht lügen sie auch, um die Moral auf sich zu halten. Nee, wie konnte sich Race irren? Es gibt noch andere Ranger-Posten in der Nähe. Vielleicht hat Reese die Berichte durcheinander gebracht. Kann man das echt machen? Dann zählen Sie verdammt nochmal nach. Jeder ist genau da, wo er sein sollte. Na gut. Reese hat sich bei den Zahlen vertan. Mehr steckt nicht dahinter. Sie sind also ein Ranger. Auf Wiedersehen. Ranger Lindholm würde die Lustzahlen befragen. Und dann noch das mit den Todeskrallen. Hallo. Hallo, Ranger Kudloff. Ja? Ich muss die Richtigkeit Ihres Berichts über Großkahn mit Todeskahn bestätigen. Sie müssen sich irren. Ich habe keinen derartigen Bericht geschrieben. Abgerichtete Todeskrallen? An sowas würde ich mich erinnern. Wenn jemand sowas behauptet, dann lügt er. Ich will nicht, dass mein Name wegen eines Verwaltungsfehlers mit der Sache in Verbindung gebracht wird. Passen Sie auf da draußen. Sehr, sehr merkwürdig. Sergeant Reese mitteilen, dass Ihr Verdacht über falsche Informationen an die RNK richtig war. Das werden wir tun. Sehr, sehr merkwürdig. Nelson gehört wieder uns. Ich weiß. So, Reese. Willkommen zurück. Die an Camp Golf geschickten Berichte über die Ranger passen nicht zu denen, die Sie erhalten haben. Ich wusste es. Alle falschen Berichte wurden von Chief Hanlon bei Camp Golf unterzeichnet. Aber warum sollte der Chief die Berichte fälschen? Sie müssen alle unsere Ergebnisse Chief Hanlon vorlegen und ihn zur Rede stellen. Ich will das nicht öffentlich machen, wenn es nicht sein muss. Das werden wir tun. 300 Kronkorken. RNK, positiver Ruf. Chief Hanlon mitteilen, was gemeinsam mit Sergeant Reese herausgefunden wurde. Das werden wir tun. Oh mein Gott. Wir müssen sehr weit dafür reisen. Kronkorkenfälscher Hütte. Achso, wir können ja nicht aus dem Zelt reisen. Ist ganz logisch. Gut, gehen wir von dort aus dahin. Machen einen Quick Save. Und warten, bis es hell wird. So, 5:30. Gut, führt da irgendwie. Gut, wir latschen einfach hier am. Hier außen lang. Da sind noch Viecher. Aber die sollen nur kommen. Wir sind bereit.
bemerken uns gar nicht. Na doch, gleich wahrscheinlich. Ja. Jetzt wird getanzt. Ach, Scheiße. Na komm. Was macht der Rex da schon wieder? Schläft der? Rex ist bewusstlos wahrscheinlich. Na komm. Rexy! Da ist er. So, das müsste dann... Ach du Scheiße. Nett. Das sieht sicher aus. Da mache ich vor Freude einen Quick Save. Hotel Resort. Kann ich hier einfach rüberhüpfen? Kann ich. Sieht irgendwie verlassen aus, ne? Huh. Rex ist bewusstlos. Die machen da schon wieder Blödsinn, die zwei. Okay, es sieht nur verlassen aus. Aber da sind Leute. Hi. Als ich diesen Auftrag erhielt, stellte ich mir mehr Zocken vor. So. Wo ist der Herr Lon? Hier vielleicht? Nein. Oben vermutlich. Hier lang, ja. Dann hier. Da liegt er in seinem Bettchen, ne? Chief Hendon. Mit einem Aaron Car Ranger. In einem Bettchen. Mein Gott. So. Ich bin momentan beschäftigt. Kommen Sie zu mir, wenn ich auf dem Balkon bin. Nix da. Ich bin momentan beschäftigt. Ja, ich hab gesehen, dass du schwer beschäftigt bist. Oh Mann. Da vergnügt er sich hier mit dem Ranger im Bettchen. Ich bin momentan... Oh. Hallo. Hallo. Sternkorken darf ich sogar mitnehmen. Zum Glück haben wir den Outpost hinter uns gelassen. Noch einer. Kriegen wir hier noch einen Sternkorken? Nö. Hier vielleicht noch was? Nö, okay. Wenn er auf dem Balkon ist. Oh Mann. Camp Golf. Na endlich. Chief Hendlin, so mein Freund. Im Westen sieht man nicht viele davon. Sehen, meine ich. Natürlich oder künstlich. Man sieht beides nicht oft. Wir haben die Dämme vernachlässigt oder das Wasser schon lange abgepumpt. Owens, Isabella, der St. Louis. Vom Grundwasser ist nichts mehr übrig. Gibt nur noch Schlamm und Staub. Es fühlt sich anders an, wenn die Sonne über Wasser aufgeht. Muss man sich erst mal dran gewöhnen. Aber wenn man lange genug hier ist, dann kommt es einem normal vor. Das ist heutzutage das Leben eines Rangers. Nach Osten schauen. Sie müssen der Kurier sein, von dem alle reden. Hab über Funk gehört, dass Ihnen jemand in Good Springs übel mitgespielt hat. Die Mojave brennt den Menschen das Gute aus, aber Sie scheinen der RNK wohlgesonnen zu sein. Wissen wir zu schätzen. Was kann ich für Sie tun? Hören Sie eigentlich nie auf zu reden.
Ich untersuche für Technical Sergeant Reeds einige Probleme in der Aufklärung. Ich weiß, dass Sie die Aufklärungsdaten manipulieren. Wir machen das erstmal so. Interessant, dass Sie versucht, jemand anderem die Lösung des Problems aufzubürden. Aber ich nehme an, dass Sie hier richtig sind. Hier kommen eine Menge Informationen durch. Wissen Sie irgendetwas über die Probleme? Ich kenne Technical Sergeant Rees nicht. Aber die Koordination von Informationen kann kompliziert werden. Vermischte Dinge, verwirrte Leute. Sogar ich blicke manchmal nicht durch. Und ich mache das schon lange. Was er oder sie als Problem betrachtet, kann ebenso gut ganz normal sein. Das heißt nicht, dass Rees sich unnötig Sorgen macht. Aber hier draußen bekommt man nur allzu leicht Sand in die Augen. Das kann ja irgendwie trotzdem nicht sein. Wie wird die Aufklärung denn koordiniert? Das System ist einfach, wenn es funktioniert. Patrouillen teilen Ranger-Stationen per Funk Informationen mit. Kommunikationsranger schicken die Informationen die Senderkette hoch, bis sie Camp Golf erreichen. Dann organisieren ich oder einer der diensthabenden Ranger die Daten. Sie werden ausgewertet und an Lager oder Soldaten im Feld geschickt. Warum schicken die Ranger-Stationen die Daten nicht direkt an die Soldaten? Kommunikationsranger haben möglicherweise nur ein unvollständiges Bild der Lage. Da draußen passiert eine Menge. Informationen müssen durch Golf koordiniert werden, damit wir entsprechend auswerten und beraten können. Soldaten haben schon genug am Hals. Sie sollen nicht auch noch ihre Informationen in Frage stellen müssen. Ja, okay. Aber... Ich untersuche, ne? Machen wir es mal so. Moment mal. Für diese Unterhaltung sollten wir uns einen privateren Ort suchen. Keine Angst. Dieser alte Hund beißt nicht mehr allzu fest zu. Bitte nicht das, was du mit dem anderen LK-Ranger gemacht hast. Mit Chief Hendon in seinem Büro sprechen, oh mein Gott. Ich mach mal ein Quick-Save. Dann warte ich mal eine Stunde, bis er dann endlich mal in sein Büro gewartet ist. Wir müssen wahrscheinlich nach unten, ne? Oder ist es hier hinten, wo er pennt? Ach, schade, kann ich nicht öffnen. Hi. Hi, hi, hi. Ich glaube, wir müssen nach unten. Jo. Ich glaube schon. Hier werden wir ihn nicht finden. Denn sein Büro ist hier. Okay, mein Freund. Hi. Hi. Hallo. Hallo. Aufklärungsdaten anpassen und sortieren, das mache ich. Das ist die Aufgabe der Ranger. Bei unserer Arbeit geht es nicht nur um Schießereien und Whisky-Saufen. Ganz egal, was die Jungs und Mädels da draußen sagen. Okay, sie erfinden ihre eigenen Berichte. Ich habe die Protokolle gesehen, mit Ranger gesprochen. Tatsächlich? Irreführung. Wenn man umzingelt, zahlenmäßig unterlegen und 2 Tage von Hilfe entfernt ist, gibt es keinen besseren Freund. Ihre Führung hat mich so oft gerettet. Sie hat uns am Hooverdamm gerettet. Aber das ist jetzt 5 Jahre her und Caesar ist direkt an diesem See. Er ist jetzt näher als je zuvor. Ich war auch mal jung. Ich weiß, wie es ist, wenn man für sein Zuhause kämpft. Das hier sieht anders aus. Warum haben Sie das gemacht? Kämpfen Sie nicht für die Leute von New Vegas? Was soll das Verbreiten falscher Informationen überhaupt bringen? Die Leute zu Hause hören uns nicht zu. Es ist ihnen egal. Senatoren, Brahmen, Barone, Menschen, die einfach den nächsten Tag erleben wollen. Das läuft schon so viele Jahre, dass die Leute es vergessen. Jeden Monat kommen frisch einberufene Soldaten hierher. Fast schon Routine. Und auch wenn wir diesen Damm halten... Was dann? Schicken wir die Männer und Frauen der RNK nochmal 5 Jahre zum Sterben hierher? 10? Sollen sie auf der gesamten Länge des Colorado patrouillieren? Hunderte von Meilen?
um den Damm zu halten? Das wird unser Ende sein. Warum haben Sie das gemacht? Kämpfen Sie nicht für die Leute von New Vegas? Was sollte ich Ihrer Meinung nach deswegen unternehmen? Es schafft Angst und Instabilität unter den Soldaten, ohne wirklich zu schaden. Das Einzige, was mir eingefallen ist, um die Dinge hier aufzurütteln. Es mussten erst ein paar Leute sterben, bevor ich merkte, dass ich zu weit gegangen war. Ich musste aufhören. Ja, das ist natürlich dann nach hinten losgegangen. Warum haben Sie das gemacht? Er wird nie aufhören, dieser Kampf gegen Caesar. Die Leute daheim haben keine Ahnung davon, was diesen jungen Männern und Frauen bevorsteht. Die Legion ist der schlimmste Gegner, den wir je hatten. Aber wir können Caesar hier nicht aufhalten, ohne dass eine Menge guter Menschen sterben. Unzählige gute Menschen. Und auch wenn wir ihn aufhalten könnten, weiß ich nicht, wie wir jemals hier wegkommen sollten. Ja, aber diese falsche Information, du schwächst doch das Ganze alles. Das ist doch, weiß ich nicht. So die Leute wach zu rütteln, das finde ich nicht toll. Sie sind tot? Kämpfen Sie nicht für die Leute von New Vegas? Wir kämpfen für sie. Aber Mr. House und die Familien schaufeln unser Grab Zentimeter um Zentimeter. Sie saugen uns aus, während wir für diesen Damm kämpfen und sterben. Wir haben ihnen Zuflucht im RNK-Gebiet geboten, aber das interessierte sie nicht. Soldaten und Ranger sterben hier seit mehr als 5 Jahren, während die Familien es sich hinter dieser verdammten Mauer gemütlich machen. Naja, wir sind ja da auch noch nicht ganz fertig in New Vegas. Was sollte ich Ihrer Meinung nach deswegen nun unternehmen? Das Naheliegendste wäre, mich festnehmen zu lassen. Aber angesichts der Umstände ist das wohl nicht die beste Wahl. Auch wenn Ihr Herz am richtigen Fleck ist, würde es wohl mehr schaden als nützen. Dumm gelaufen, ich werde Sie verhaften lassen. Was werden Sie tun, wenn ich Sie nicht auffliegen lasse? Oliver hasst es, dass die Ranger das Lob für den Sieg am Damm bekamen. Egal, was ich empfehle, er macht das Gegenteil. Ich schlug den Kamm vor. Er platzierte seine Jungs direkt am Westteil des Dammes selbst. Wir haben nicht genug Feuerkraft, um uns dort zu halten. Wenn die Soldaten zurückfallen, und das werden sie, decken die Ranger Olivers Rückzug. Wir verlieren den Damm, Oliver und der Senat sind ruiniert. Was ist mit Ihnen und den Rangern? Das ist Wahnsinn! Sie haben mich überzeugt, ich werde Ihr Geheimnis bewahren. Das kann ich nicht zulassen, ich muss Sie verhaften lassen, Sie sind tot. Was ist mit Ihnen und den Rangern? Ranger sind Freiwillige. Alle Männer und Frauen, die sich verpflichten, sind bereit, für die RNK zu sterben. Ich eingeschlossen. Mich trifft ein großer Teil der Schuld. Da ist es nur richtig, dass ich bei Ihnen ausharre. Finde ich jetzt nicht so gut, ne? Vielleicht 50 Ranger werden auf diesem Damm sterben. Jährlich verlieren wir mehr als 1000 Soldaten. Das ist Wahnsinn. Wir müssen hier weg. Aber der Damm ist doch wichtig. Es ist... Wir müssen die Legion hier aufhalten. Das geht nicht anders. Das kann ich nicht zulassen. Also gut. Wenn Sie das nach Vorschrift machen wollen, sollten Sie einen der Ranger holen. Keine Angst, ich werde nicht weglaufen. Einen Ranger finden, um Chief Hendon in Gewahrsam zu nehmen. Hi. Du vielleicht? Hallo. Erzählen Sie es nicht weiter, aber das Essen hier ist viel besser als das im Kantinenzelt. Toll. Kann wahrscheinlich ewig suchen. So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen... Was soll ich denn da für einen Ranger nehmen? Nuklearen Winter. Auf. Ich hab hier niemanden. Mit den Systemen hier können wir die Aktivitäten der Ranger in der ganzen Region überwachen. Okay, ist es zu? Na gut. Wir kehren einfach mal zu Reese zurück.
Vielleicht können wir ihr was berichten. So. Hallo. Willkommen zurück. Grüß dich. Was machen Sie hier? Ich nehme die Meldungen für Ken. Ja, inoffiziell? Das weiß ich ja. Wie können die glauben, dass wir mit dieser Schrottausrüstung endlich haben wir... Schon wieder zurück? Das gibt's doch nicht. Diese Legion-Bastarde aus Nelson Fett. Tönte Sender, Chief Hendon in seinem Büro sprechen. Ja. Das ist ja alles schön und gut. Lagerraum, Safe, Spielanleitung, Aufgabe. Haben wir hier. Auch nichts. Ich weiß nicht weiter. Achso, wir können da auch gar nicht schnell hinreisen. Das ist ja auch toll, ne? Das ist ja hervorragend. Scheiße. Warte mal. Ich lade mal hier. Genau, mit Chief Hendon in seinem Büro sprechen. Jetzt ist er da wieder runter. Okay. Ich mache jetzt mal gleich einen Quicksave bei ihm und dann quatsche ich nochmal vor der nächsten Folge mit ihm. Und guck mir nochmal genau an, was er da sagt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!